So, wir kümmern uns mal um das Thema YouTube-Werbung und YouTube-Analytics und schauen direkt mal ein Video, zumindest am Anfang, zu den neuen Richtlinien von YouTube. Moin, liebe Leute, ich habe ein wichtiges Anliegen an euch. Und zwar ändert YouTube seine Richtlinien und das führt dazu, dass solche Kanäle wie unserer, ja, wo wir hochwertigen Content anbieten, hier... So, erstmal Stopp. Wir sehen, dass ein Video hier sehr situativ startet und das hat seinen Grund, weil das zieht die Zuschauer in seinen Bann. Und ich zeige euch mal, was das bedeutet. In seinen Bann ziehen heißt, dieses Video geht immer weiter und weiter und wird insgesamt 6 Minuten 30 geguckt und zwar als Werbung geschaltet. Und zwar als In-Stream-Werbung, was bedeutet, dass dieses Video auftaucht vor dem eigentlichen Video, was du auf YouTube gucken möchtest. Und du wartest normalerweise darauf, dass du nach 5 Sekunden diese Anzeige wegklicken kannst. Und hier entscheiden sich aber die Leute, dran zu bleiben und zwar das ganze 6 Minuten 30 im Durchschnitt zu gucken. Innerhalb von 2 Wochen sind das die Statistiken 30.000 Minuten Wiedergabezeit. Der absolute Hammer. Hinzugewonnen dadurch 5 Abonnenten. Und wenn wir jetzt mal hier in die Kampagnenverwaltung gehen von Google AdWords und gucken uns genau dieses Video an, dann sehen wir halt hier diese besagte In-Stream-Werbung. Sehen, dass es 5.500 Mal angezeigt wurde, dieses Video, also vorgeschaltet vor das Video, was wir eigentlich gucken möchten. Und 3.800, nämlich 68,53% der Zuschauer, entscheiden sich, diese Werbung nicht wegzuklicken, sondern dran zu bleiben und weiter zu gucken. Der Aufruf kostet dann nur 1 Cent pro View. Das Ganze in diesem Fall für die 2 Wochen haben wir hier in Fuffi investiert. Und was dabei halt so spannend ist, dass diese 68%, wie gesagt, im Durchschnitt 6 Minuten 30 sich das Ganze angucken. Und wenn ich mal in dieses Video reinklicke, dann sieht man, ich spiele es jetzt nicht an, sondern klick mal so ein bisschen rein, dass man sieht, da kommt unterschiedlichster Content innerhalb dieser ersten 6 Minuten 30 und das ist ja auch nur der Durchschnittswert. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die haben länger geguckt und natürlich auch einige, die kürzer geguckt haben. Und sieht man unterschiedlichste Elemente aus Seminaren, aus allen möglichen Situationen, Ratgebern von uns und die Leute sind hochinteressiert an diesem Content und jetzt absolut gebrandet und haben uns wahrgenommen als Experten für Videomarketing. Und das, wie gesagt, 6 Minuten 30 im Durchschnitt für 30.000 Minuten Wiedergabezeit für 50 Euro bei einer riesen Aufrufrate als Werbung. Also der absolute Hammer. Jetzt klingt es so, als wäre das ja nicht zu verbessern. Jetzt zeige ich euch eine ganz andere Statistik und lasst euch etwas wundern. Nämlich, wir sehen hier dasselbe Video im Prinzip, nur nicht als In-Stream-Werbung geschaltet, sondern als In-Display-Werbung. Das heißt konkret, dass das Werbung ist, die hier rechts oben beispielsweise auftaucht. Ja, also haben wir hier gerade keine Werbung, aber hier steht dann halt Anzeige und dann kann man hier aus Eigeninitiative draufklicken und sich das Ganze anschauen. Und was wir hier sehen, ist, dass diese Art der Werbung nur zu 1,94% geklickt wird. Zur Erinnerung, wir hatten eben 68%. Jetzt haben wir 1,94%, also ein ganz niedriger Wert, wobei der durchaus in Ordnung ist. 167.000 Mal wurde dann die Werbung angezeigt, 3.200 Mal geklickt, etwas mehr ausgegeben, 86 Euro bei 3 Cent pro Aufruf. Klingt erstmal wesentlich schlechter auf ganzer Linie. Es ist teurer, es ist eine ganz schlechte Aufrufrate im Verhältnis. Aber das Spannende kommt jetzt hier. Und jetzt wird es noch viel schlimmer. Die Wiedergabezeit, denkt man, guck mal, weniger als 1/10, nur 2000 Minuten. Wir hatten eben 30.000 Minuten. Die durchschnittliche Wiedergabedauer nur 42 Sekunden statt 6,5 Minuten. Und jetzt wird es spannend. Abonnenten hinzugewonnen. 29. Wie geht das denn? Wir hatten eben 5. Das liegt ganz einfach daran, dass die Leute, die sich eigeninitiativ entscheiden, hier rechts oben auf so eine Werbung zu klicken, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung und aber auch eine hohe Absprungrate trotz alledem, wie man hier sehen kann mit 42 Sekunden. Aber einige Leute werden halt trotzdem restlos überzeugt und es passt zu dem, was sie sich vorgestellt haben und deswegen sind hier trotzdem wesentlich mehr Abonnenten hinzugekommen. Also man kann niemals pauschal anhand von den YouTube Analytics, wo es hier viele tolle Möglichkeiten gibt, nachzuschauen, wie sich die Videos verhalten. Man kann nie sagen pauschal, das eine ist gut oder das andere ist gut. Man muss der Sache genau auf den Grund gehen, die Dinge genau vergleichen und optimalerweise eben auch mit seinen Kampagnen entsprechend und wirklich ausprobieren. Das ist ja ein Split-Test aus 4 Videos, die wir in-Stream oder nur in-Display geschaltet haben und dementsprechend guckt man sich die Zahlen an und was dann daraus resultiert. Und wenn man mehr Expertenstatus aufbauen möchte,
dann macht es natürlich Sinn, durchaus in InStream die Leute lange an die Hand zu nehmen und entsprechend hier Videos zu zeigen, wo die Leute sich sagen, wow, toller Inhalt, ich bleibe lange dran. Oder mache ich es lieber in Display hier rechts oben und sorge möglicherweise dafür, dass ich trotzdem aber wesentlich mehr Abonnenten erhalte. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht das Video in mehreren Varianten, wenn ihr werben wollt, testet es durch und guckt, was die Ergebnisse sind, die euch letzten Endes zu eurem Ziel verhelfen. Und dann kann ich nur sagen, YouTube-Werbung ist eine absolute Waffe, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren.